Dies ist, ich wünsche dir ganz. Wow! Als ob irgendwie meine Seele meinen Körper verlassen will. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen Video von mir. Diesmal zu einem kleinen Live-Update. Das hat sich ja irgendwie in den letzten Monaten so eingebürgert, dass ich das immer mal wieder mache. Und heute war der Tag. Ich habe gesehen, dass ich Anfang Juli ein Video gemacht habe, wo ich auch so Q&A-mäßig was erzählt habe, ein bisschen erzählt habe, was bei mir so los ist. Und ich hatte einfach genau dieses Kleid an, was ich trage, und eine ähnliche Frisur. Und dann dachte ich, vielleicht löst das in mir ja aus, dass ich dir gerne ein bisschen was erzählen will. So oder so freue ich mich gerade richtig doll, hier zu sitzen und dir einfach so ein kleines Update zu geben. Mach's dir gemütlich, genieß das Video und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Fangen wir doch vielleicht einfach mal damit an, was ich gerade aktuell lese. Ich habe ja in den letzten Videos immer mal wieder erzählt, dass ich so ein bisschen irgendwie in den letzten Monaten so eine kleine Leseflaute hatte. Ich habe zwar dann immer mal wieder was gelesen, aber irgendwie war nicht so richtig der Flow drin, wie ich es eigentlich von mir die letzten Jahre oder Jahrzehnte eigentlich kenne. Und ich habe ja auch nach Tipps gefragt und ich fand es so schön, was da alles zurückkam, was da zusammenkam. Also erstmal ganz, ganz vielen Dank für diese lieben Kommentare, für diese Motivation, die gesendet wurde. Ich weiß das extrem zu schätzen und freue mich darüber immer richtig doll. Und bei mir ist es so, dass ich eine Reihe angefangen habe, die ich empfohlen bekommen habe von der lieben Lisa von Ruby Red Books, die mich im Übrigen nächstes Wochenende besucht. Ich freue mich schon mega drauf. Und zwar die Federleicht-Reihe von Mara Wolf. Das sind recht dünne Bücher. Ich habe mit dem ersten Buch angefangen, wie man es bei einer Reihe halt macht. Es geht um Eliza und es geht darum, dass sie in eine magische Welt eintritt, wo sie auch was mit Elfen zu tun hat, wo sie merkt, dass es eben nicht nur die Menschen gibt, sondern auch andere Wesen. Und sie soll diese Welt retten. So wie halt irgendwie klischee-mäßig solche Bücher anfangen. Aber ich sag dir, es macht echt Spaß, das zu lesen. Das erste Buch habe ich hier als gebundene Ausgabe quasi da und habe mir die anderen jetzt alle als E-Book bestellt. Einfach alle. Ich kann dir die mal zeigen. Ich bin jetzt aktuell beim dritten Teil und bin da voll drin, was glaube ich vor allem auch daran liegt, dass diese Bücher halt nicht so dick sind. Also es sind so zwischen 200 und 300 Seiten und da habe ich so meinen Flow irgendwie wieder gefunden zum Lesen. Das ist das hier, wie der Klang der Stille. Und ich bin da voll drin. Ich lese gerade richtig viel in der Bahn und ja, irgendwie geht es mir damit voll gut und gleichzeitig habe ich auch endlich hier in Capturing the Devil von Carrie Maniscalco weitergelesen und bin jetzt echt ein richtiges Stück vorangekommen. Ich bin jetzt auf Seite 190, also habe vom letzten Mal, als ich dir das Buch gezeigt habe, nochmal 100 Seiten gelesen und ja, werde da auch auf jeden Fall heute noch weiterlesen und werde das im August beenden. Wer hätte es gedacht, nach nur 3 Monaten? Und ich sag dir, irgendwie fühlt sich das richtig schön an, weil ich dann auch wieder mehr Motivation habe, auch Videos für dich zu drehen. Weil die hat ja in den letzten Wochen ein bisschen gelitten, muss ich dir sagen. Weil ich dann dachte, was soll ich dir denn eigentlich erzählen, wenn ich ja irgendwie gefühlt nicht so richtig lese. Und darüber freue ich mich richtig doll. Und ich glaube, was so diese Leseflaute angeht, war es bei mir so, dass einfach drumherum so viel war, dass ich mich auch gar nicht richtig aufs Lesen einlassen konnte. Und ich glaube, dieses Gefühl kennt jeder, wenn halt so an jeder Ecke irgendwie eine To-Do wartet, dass es dann vielleicht mal schwerfällt, runterzufahren. Und eigentlich war das für mich, egal in welchen Situationen in meinem Leben, immer so der Rückzugsort. Dann zu sagen, okay, ich setze mich jetzt eine halbe Stunde hin und lese. Aber irgendwie ging das die letzten Monate nicht so gut. Was aber gar nicht heißt, dass es mir schlecht ging an sich. Es war einfach nur viel. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn alles los bei der Lena? Und ich sag dir mal, was hier alles los ist. Gar nicht, um irgendwas zu rechtfertigen oder um zu jammern oder so, sondern eigentlich eher, um meine Freude mit dir zu teilen. Ich habe ja in diversen Videos, eventuell erwähne ich es in jedem Video, dass diese Weltreise ja ab dem 4. Oktober startet. Und du kannst dir vorstellen, dass gerade jetzt so auf die letzten Meter noch ganz viele Sachen einem einfallen, die man noch machen möchte oder auch muss. Wir müssen noch 2 Impfungen uns abholen, mein Freund und ich. Wir haben schon 3 oder 4 Impfungen intus und hatten von 2020 noch ungefähr 5000 Impfungen intus. Wir haben uns den internationalen Führerschein beantragt und geholt. Wir müssen ja auch schauen, was packt man alles ein. Wir haben Unterkünfte gebucht, alles Mögliche. Bei der Route noch mal ein paar Sachen umgeschmissen. Also du kannst dir vorstellen, dass da ein extremer Planungsaufwand dahinter steckt. Weil wenn man dann 5 bis 6 Monate unterwegs ist, will man natürlich auch nicht dastehen und gar keinen Plan haben. Gleichzeitig will man aber auch an bestimmten Stellen keinen Plan haben, um spontan zu sein. Ich sag's dir, mein Kopf explodiert irgendwann noch. Weil es wirklich was ist, was Spaß macht, aber gleichzeitig auch Angst macht, ne? Weil ich war noch nie so lange weg von zu Hause, von meinen Liebsten, so, davor habe ich natürlich auch Angst, brauche ich nicht lügen, ne? Und das ist was,
wo ich sage, diese Vorfreude auf diese wunderschönen Länder, die wir sehen werden, auf alles, was wir erleben, ist natürlich da. Gleichzeitig steigt aber auch diese Aufregung. Boah, ich sag's dir, manchmal ist das wirklich schwierig. Gleichzeitig weiß ich, wie privilegiert wir sind, dass wir das überhaupt machen können. Deswegen soll es hier gar kein Gejammer sein, überhaupt nicht. Aber lass dir gesagt sein, das ist teilweise eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Und ich denke, das wird auch in der Zeit, wo wir weg sind, so sein. Ich glaube, dass ganz viele vielleicht darüber nicht reden, wenn sie sowas machen oder das halt machen und von mir aus geht es denen einfach die ganze Zeit nur gut, kann sein. Vielleicht bin ich auch einfach eine überemotionale Person, kann auch sein, aber da ist zwischen Vorfreude und der nackten Panik wirklich alles dabei. Und ich freue mich trotzdem natürlich auf alles, was kommt. Und ich freue mich vor allem auch, dass ich dich mitnehmen kann. Ich bin auch schon technisch dabei zu schauen, wie ich das alles mit der Kamera machen kann, wie ich so ein kleines Stativ irgendwie besorgen kann, ein gutes Licht und so weiter, damit ich natürlich auch schön Videos hier für YouTube machen kann, weil ich darauf richtig Bock habe, weil ich genau weiß, wie doll sich alle mitfreuen und wie doll sich alle freuen, wenn sie auch einen kleinen Einblick kriegen. Deswegen, da schaue ich natürlich auch, was so die Technik angeht, was ich noch besorgen möchte und so. Ich werde auch ganz oft nach der Route gefragt und dazu habe ich zwar schon mal was gesagt, aber ich weiß, dass auch nicht jeder das Video, also jedes Video immer gucken kann, ist ja ganz klar. Ich werde dazu bestimmt auch noch mal was bei Instagram irgendwie teilen oder so, aber es geht zuerst nach Peru im Oktober, es geht nach Chile, es geht nach Bolivien, zumindest für 4 Tage, es geht nach Costa Rica, nach Panama, dann geht es nach Orlando und nach New York. Für New York habe ich heute endlich ein Hotel gebucht, schweineteuer, kann ich dir sagen. Ist halt in der Vorweihnachtszeit, da muss man leider mit rechnen, aber da setzt man sich ganz schön hin. Dann geht es nach Neuseeland für 4 Wochen. Da haben wir einen Camper. Das sind sogar ein bisschen mehr als 4 Wochen. 5, glaube ich, um genau zu sein. Und dann geht es noch nach Asien mit Open End, sage ich mal. Wir schauen dann spontan, ob wir Ende Februar, Anfang März wiederkommen wollen, wie wir es machen. Und ab April geht es dann für uns beide wieder ganz normal an die Arbeit. Und genauere Ziele von den Ländern teile ich jetzt noch gar nicht mit dir, weil wir da noch so ein bisschen am Feinjustieren sind. Also, wir werden in Peru beispielsweise natürlich Lima mitnehmen, wir werden Ica mitnehmen, Cusco mitnehmen, so die typischen Sachen, sage ich mal, die einem empfohlen werden, aber sind da gerade noch ein bisschen am Nachjustieren. Und ja, das ist voll aufregend, kann ich dir sagen. Und gleichzeitig bleibt natürlich das normale Leben ja auch nicht stehen. Und vielleicht erinnerst du dich daran, dass ich eine Adventskalendergeschichte geschrieben habe letztes Jahr, die ja auch noch gerne gedruckt werden möchte. Und da bin ich mit meiner Freundin auch mit Hochdruck dabei, dieses Buch quasi für dich auch in gedruckter Form zu gestalten. Wir sind aber noch nicht fertig. Ich hoffe und bete so sehr, dass wir das noch schaffen, bis es losgeht, weil es natürlich auch bald mal eingereicht werden muss bei Books on Demand. Da werde ich das nämlich rausbringen, sodass du, wenn du Lust hast, es dir halt kaufen kannst. Und da fängt natürlich irgendwann das Weihnachtsgeschäft an, ne? Und da muss man schnell sein. Und deswegen ist da auch sehr viel zu tun, damit alles auch so schön wird, wie ich es mir vorstelle. Und damit du, wenn du dann Geld dafür ausgibst, ja auch was Ordentliches bekommst. Also da ist viel zu tun, sage ich dir. Naja, dann hat man noch seine Arbeit, dann habe ich noch meine Ausbildung. Ich habe meinen sozialen Kreis, den ich gerne sehen will. Ich sag's dir, es ist gerade viel, aber es ist auch schön. Und ich sag dir, dieses Jahr 2023 ist so voll mit so extrem schönen Dingen, die gleichzeitig so nervenaufreibend sind, dass es wirklich, also glaube ich, ein Jahr für mich ist, was in krasser Erinnerung bleiben wird, sowohl im Guten als auch im Schlechten. Und ja, das passiert halt natürlich hier immer hinter der Kamera, was du halt so nicht mitbekommst und wo ich ja auch nicht so oft einen Einblick gebe, ne? Und ja, das war eigentlich, glaube ich, schon mein Live-Update. Was habe ich dir noch so zu erzählen? Ich habe irgendwie in letzter Zeit auch, also ich bin in letzter Zeit recht unkreativ, was so Videoideen angeht, obwohl ich die letzten 6 Jahre damit nie Probleme hatte und denke mir dann immer, Lena, wie hast du das denn sonst immer gemacht? Also wenn du Videoideen hast, am besten was jetzt nicht einen Drehaufwand von 10 Stunden angeht, dann schreib es mir voll gerne in die Kommentare, weil ich natürlich auch gerne Dinge drehen möchte, die dich auch interessieren und in letzter Zeit das Gefühl habe, es kommt immer nur dasselbe. So, ja. Das ist eigentlich so das, was bei mir momentan los ist. Und ich wollte mich auch nochmal bedanken für die ganzen lieben Kommentare unter dem letzten Video, was ich hochgeladen habe, weil ich da ja 2 Wochen lang nichts hochgeladen hatte und gefragt habe, was soll ich machen? Soll ich Bescheid sagen? Soll ich nicht Bescheid sagen? Und wirklich, diese Kommentare sind immer so lieb, so verständnisvoll
Und so voller Liebe, dass ich immer da sitze und denke, okay, nächstes Mal sage ich Bescheid, wenn was ist. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich kann dir mal sagen, dass ich für die Adventskalendergeschichte gerade die Danksagung geschrieben habe. Und da gilt natürlich auch ein Teil dieser Danksagung der Expecto Voktronum Community. Und ich habe so getippt und habe so richtig gemerkt, wie mir warm ums Herz wurde, ne? Weil ich so dankbar bin für diese Unterstützung und für diesen Rückhalt, den diese Community bietet. Auch wenn ich 2 Wochen gar nichts mache, auch wenn ich hier irgendwie jetzt einfach nur ein Labervideo hochlade, weiß ich, da kommen liebe Sachen und irgendjemand freut sich. Und das finde ich irgendwie so schön und dafür bin ich ganz, ganz doll dankbar. Ich glaube, das habe ich jetzt in diesem Video schon 3-mal gesagt, aber was soll ich machen? Dann ist halt einfach so. Was ich dir auch voll gerne noch zeigen wollte und wo ich auch nochmal ein ausführliches Video zu machen möchte, ist etwas, was quasi mit der Weltreise zu tun hat, was aber auch für dich spannend ist, wenn dich diese ganze Reise Gedöns überhaupt nicht interessiert, weil ich dieses kleine Büchlein zum Geburtstag bekommen habe. Das hat meine Freundin selber gemacht und das ist quasi voll mit Büchern, die in den Ländern spielen, wo wir sind. Also in Peru beispielsweise hat sie rausgesucht von Sabrina Janisch, Die goldene Stadt und von Sabrina Zelensny, Das Geheimnis des Mahagonibaums. Oder dann hat sie rausgesucht für Bolivien, Missing Link von Walt Becker oder von Chile, Rebecca Mali, Der Ruf des Sturmvogels oder Rabenfrauen von Anja Junuleit oder für Costa Rica hat sie was rausgesucht und so ist das halt für jedes Land, in dem wir sind. Das hat sich extra angeschaut, beziehungsweise sagen lassen, wie unsere Route ist und das gemacht. Und das finde ich richtig schön und hier sind so viele Buchtipps drin und weil wir ja den asiatischen Raum noch nicht geplant haben, hat sie für verschiedenste Länder in Asien noch was rausgesucht und ich glaube, dass das ganz cool ist, auch für alle, die eben sagen, oh, eigentlich will ich gar nicht irgendwie so viel reisen, aber ich habe voll Bock, was ja, zu lesen, was in anderen Ländern spielt, wo man einfach Inspiration bekommt. Und sie hat es so gemacht, dass sie einfach ein bisschen gegoogelt hat, sich dann angeschaut hat, welche Titel hier angezeigt werden und sich dann durchgelesen hat, worum es geht und wie die bewertet wurden und sich dann überlegt hat, passt das zu Lenas Geschmack? Das ist doch mal ein sehr durchdachtes Geschenk, oder? Ich habe das ausgepackt und war richtig so, das ist so schön, dass man sich diese Zeit auch nimmt, ne, und sich die Gedanken erstmal macht. Deswegen werde ich dir dazu auf jeden Fall noch ein gesondertes Video machen und dir jedes einzelne Buch hier mit Cover einblenden, dir erzählen, worum es geht und dann natürlich auch schauen, was ich mir davon als E-Books vielleicht runterlade, damit ich das dann auch lesen kann, wenn ich in den Ländern bin. Ja, und ansonsten, was kann ich dir noch so erzählen? Eigentlich ist das so das, was bei mir aktuell so abgeht. Ich werde mal schauen, dass ich natürlich noch eine schöne Sub-Abbau-Challenge-Aufgabe für den September raussuche. Das wird dann vermutlich der letzte Monat sein, wo ich dann hier aktiv mit Büchern ja mitmachen kann, weil ich ab dann mit dem E-Book-Reader unterwegs bin. Aber keine Sorge, da wird es trotzdem die Challenge-Aufgaben geben. Da werde ich irgendwie einen Weg finden, dir ein Video schick fertig zu machen. Und ja, ich würde jetzt voll gerne von dir wissen, was du aktuell liest, wie es dir so geht, worauf du dich dieses Jahr vielleicht noch ganz besonders doll freust und ob dieses Labervideo für dich okay war. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, der rote Faden hat komplett gefehlt. Aber so ist das gerade bei mir im Leben. Was soll ich dir sagen? So gehe ich durch jeden einzelnen Tag momentan durch. Und ja, ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Und vor allem hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, hab es fein. Ciao.